Hallo, ich bin Lono Satoru und yo. Yo. Ich bin, Pohatu. Ich dachte eigentlich, wir werden jetzt Onua, aber okay. Ich bin jetzt anscheinend Pohatu und, ja, wir müssen hier irgendwie Onua wahren. Oder auch nicht. Jedenfalls tauchen jetzt Rashi auf. Und deswegen können andere Leute eigentlich auch. Moment mal. Können andere Leute eigentlich auch die ultimative Aufladungsattacke? Wieso kannst du kein Schild vor Hattu? Doch bescheuert. Ach da. Vor Hattu! Schön dich zu sehen, Gali! Ja. Ich wünschte, es wäre so. Aber ich habe schlechte Nachrichten. Seltsame Kreaturen nähern sich Onuwahi. Ich fürchte, Onua ist in Gefahr. Aha. Ich werde nach Onuwahi eilen und helfen. Finde Lewa. Ja, werde ich. Sie. Sorge dich nicht, Schwester. Ich werde meinen jungen Freund retten. Irgendwie sehen die, hören sich die Stimmen manchmal ein bisschen an, als würden die es gar nicht so meinen. Und wir können... Ich meine, Frau Hattu kann richtig hoch springen, aber... Mir fehlt das Schild zumindest. Also, das, was wir sonst immer machen konnten. Das geht jetzt nicht mehr anscheinend. Das heißt, der kann auch keinen ultimativen Nova-Angriff. Oder Nova-Angriff. Was auch immer. Cool. Das konnte ich irgendwie... Naja, wahrscheinlich doch nicht. Ich dachte, das hätte ich jetzt aufladen können, aber nein. Anscheinend doch. Das habe ich gerade schon mal gesagt, glaube ich. Jedenfalls, Pohatu hat diese coolen Schlagdinge nun an den Füßen, diese Treter. ja, die hat er auch schon in der normalen Form gehabt, allerdings nicht in Silbern, sondern in so komisch Braun. Obwohl sie in diesem Spiel auch nicht silbern aussehen. Naja. Eigentlich die Silbern. Stellt euch einfach vor. Na, was ist mit dir, kleiner Maturana? Oh, alles stürzt rein. Scheiße. Ah! Was ist denn für ein Torapor hat? Du lässt dich einfach da reinstürzen. Hä? Verzeih, dass ich so hereinstürze, aber ich kann hier nicht bleiben. Oh Mann. Und wie sollen wir hier herauskommen? Wir müssen die 6 Schlösser dieser Tür öffnen. Los geht's. Cool. Das ist jetzt nicht eigentlich schon Onu Koro oder so. Na egal. Nach oben und nach unten und schneller langsam ist das, okay? Dieses Vehikel wird von deiner Elementarenergie angetrieben. Cool. Sammle die Energiekugeln, um deine Energiemenge zu halten. Ein tolles Vehikel. Ah, cool. Jetzt habe ich verstanden. Müssen wir uns hin und her legen. So, wir können auch springen. Ja, das hättet ihr mir auch früher sagen können. Boah. Sollte ich übrigens 6 Schlösser, sind das nicht ein bisschen viele? Ach, ich bin tot? Man kann also auch sterben, interessant. Ja, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Na dann. Egal. Okay. Ja, hätte ich auch einen Lichtstrahl noch feuern können, aber naja. Verdammt.
Knallt es wahrscheinlich wieder gleich was in den Weg. Ah, das hätte ich sammeln müssen. Geht ja mal. Das ist aber ziemlich heftig, diese Eisenbahn. Was denn? Ich bin gesprungen! Ach Mensch. Man hier aber auch nie das machen darf, was man wirklich machen will. Na, das geht in diesem Spiel ja eh nicht. egal. Nein, nicht das, was wir denken. Ich springe lieber, anstatt Elementarenergie abfeuern zu wollen. Ich glaube, das ist nicht so schwach. Yeah. Cool. Cool. Ah. Wir waren schnell genug eingelöst. Ich dachte schon, es reicht nicht. Ah, was mache ich jetzt hier? Ach nö, jetzt komm. So stark war das jetzt auch nicht verletzt. Ach nö, ich dachte... Ach, wie? Das heißt, hätte ich da springen müssen, um die Lebensenergie zu kriegen. Weh, es gibt keinen Checkpoint. Ach nö, das hasse ich an diesem Spiel. Es gibt keine Checkpoints. Oder nur ganz selten. In so Minispielzeug sowieso nicht. Warum muss das so sein? Warum? Egal, ich spiele jetzt hier einfach durch, als wär's nicht. Ja, fast nicht. Schön ist, dass wir auf diese Art und Weise auch viele Kristalle, die wir vergessen, einsammeln können. Das Blöde ist, dass also Lichtsteine. Ja, im Grunde dasselbe. Blöde ist, dass ja, wir immer wieder alles von neu machen müssen und das nicht gerade weit auf das Feld vergessen. Lerne. Weit aus dem Fenster lehnen. Kann ich nicht. Im echten Leben so wäre, würde es glaube ich keiner machen. Das ist die Trottel. So weit sind wir letztes Mal nicht gekommen, oder? Yo. Oder doch. Gerade so weit, aber weiter auch nicht. Da haben wir jetzt Energie erhalten. Naja, das ist immerhin sofort in der Art wie ein Checkpoint vom Nutzen her. Das ist unfair, dass man da zweimal gegen treffen kann. Das ist echt unfair. Ich kann das ja im Grunde nicht schaffen. Jetzt mache ich das Ganze auch viel zu risikoreich. Geht doch bestimmt auch ohne, dass man sich verletzt oder ähnliches. Wobei, wo wäre dann der Spaß? Sind das die Schlüssel? Das heißt, es fehlt noch einer. Hoffentlich ist es bei Pohatu ein bisschen mehr da als nur das hier. Ein bisschen doof. Ja. Ich hab's abgeschossen, Penner. So.
hoffentlich nicht noch mehr von der Sorte. Upsi. Deswegen wollte ich das nicht. So. Hilfe. Ja. Und Ziel. Wie? Weiter? Nee, doch nicht, oder? Onua, mein Freund! Ohatu! Ah, Gali wollte dich vor Kreaturen warnen. Hey, Onua wieder normal. Kreaturen wie diesen! Nee, doch nicht. Aber er hat normal Klauen. Nein, Ohatu! Bruder, deine Geschwindigkeit wird anderswo gebraucht. Geh und warne Tahu. Ich werde das hier gerne erledigen. Jetzt kriegst du einen echten Onuwahi Willkommensgruß. Ach du Scheiße. Das war also der Onuwahi Willkommensgruß. Sehr schön. Und er endet mit einem Grafikbug. Schön, Onua, dass du uns sowas Tolles gezeigt hast. Bis zum nächsten Mal, euer Launer, seid so rutscht.